habe eine Frage. Wie viel Geld verdient Jeremy Fragrance mit seinem Social Media Auftritt im Internet? Wie viel verdient Jeremy Fragrance? Ihr wolltet es wissen. Hier ist der Beweis. So Leute, schaut her. Unter dem letzten Video der Prank Bros habt ihr mir mit 403 Mal für Jeremy Fragrance abgestimmt, okay? Also kommentiert drunter, wen wollt ihr als nächstes haben. Heute machen wir Jeremy Fragrance. Okay Leute, wir gehen jetzt beim Jeremy Fragrance mal Folgendes durch. Und zwar, wir schauen uns seine Einnahmequellen an. Erstmal über Social Media, YouTube, Instagram, Blog. Dann schauen wir uns an die Affiliate-Einnahmen. Dann schauen wir uns an, was für Sponsorings, Partnerschaften etc. Was für Partner, okay? Oder auch eigene Produkte. Hat er nämlich auch welche. Dann immer, wenn man wissen will, was jemand verdient, dann kann man natürlich auch noch mal die Ausgaben mit einbeziehen, um besser abschätzen zu können, was muss denn jemand überhaupt verdienen. Wenn jemand zum Beispiel 10.000 Euro Ausgaben hat pro Monat, dann sollte er eigentlich mal mindestens 20.000 verdienen. Und dann schauen wir uns noch ein paar Tipps an, die ich geben kann, weil ich in der Vergangenheit ja wahrscheinlich knapp 100 Influencer monetarisiert habe, beraten habe, aufgebaut habe etc. Und für alle, die sagen, hey, ich möchte selber wissen, in welcher Nische kann ich online Geld verdienen, wie kann ich mich bekannter machen, Menschen helfen mit meiner Leidenschaft, mit meinem Hobby, Kohle verdienen, wie kann ich Influencer werden, digitale Produkte erstellen, bla bla bla. Da habe ich hier einen Link mit der Präsentation. Das Ganze läuft unter SMMS, also Social Marketing und Online Marketing System. Schauen wir uns das Ganze mal an. Zunächst möchte ich ganz kurz eine Sache sagen. Und zwar, ich habe den Jeremy Fragrance entdeckt vor circa einem Vierteljahr ungefähr. Und ich muss auch zugeben, ich habe ihn deswegen entdeckt, weil ich das erste Mal nach Parfüm gesucht habe. Ich habe also nach Parfüm gesucht. Ich persönlich habe erst angefangen vor circa 2 Jahren eigentlich Parfüm zu nehmen. Mein Lieblingsparfüm zeige ich jetzt mal ganz kurz hier. Es heißt Tom Ford Tobago Vanille. Finde ich persönlich richtig geil. Und ich kann jetzt nur eins zeigen, ich kann meine ganze Sammlung nicht zeigen. Erstens mal, meine ganze Sammlung ist nicht groß. Ich habe nur 5 Parfüms und die anderen 4 sind in Autos von mir. Und die sind deswegen in Autos, weil ich entweder hier eins drauf mache, dann mache ich das drauf, oder je nachdem mit welchem Auto ich fahre, habe ich einmal noch dieses Eros, also so eine, ja, wie sieht denn die Verpackung überhaupt aus? Es ist so eine dunkelgrüne Verpackung Eros, dann habe ich noch ein fruchtiges von Tom Ford in so einem blauen Ding, dann habe ich noch Marc Jacobs for Men und dann habe ich noch eins, wo ich den Namen gar nicht kenne. Ja, und eins ist in der S-Klasse, eins ist im AMG, eins ist im Rari. Jeremy hat auch einen Rari, er hat den kleinen Bruder, glaube ich, einen 458, ich habe einen F12. Schauen wir uns dann nachher auch noch an. Und im M6 habe ich noch eins, das muss aber stark sein, weil der M6 ist Cabrio, sonst fliegt mir ja der ganze Geschmack weg. Das werden wir nachher nochmal an der Tafel machen, aber zuerst mal schauen wir es uns direkt am PC an. Gehen wir mal rein. Okay Leute, wir sind auf dem Profil von Jeremy Fragrance. Da sind wir drauf und jetzt sehen wir einmal seinen amerikanischen Channel mit 400.000 Abonnenten. Und wenn wir jetzt auf Home gehen, dann sehen wir, er hat noch einen zweiten Kanal, einen deutschen, den öffnen wir mal in einem neuen Tab. Jetzt für alle, er hat natürlich, muss man sagen, eine geile Nische. Ich finde ihn erstens mal einen geilen Typ, also er schaut gut aus, er ist sympathisch. Er bringt dann immer die Frauen mit rein, er hat so ein paar eigene Moves, er macht ein gutes Branding, okay? Er positioniert sich gut und er ist natürlich auch in einer Nische, in einer der 3 Hauptnischen. Die 3 Hauptnischen sind im Endeffekt Dating, Business, also Geld und Fitness. Und dann gibt es noch sehr viele Nebennischen, wo man auch richtig gut Geld verdienen kann. Ich habe Leute, die machen da als Anwalt Geld, andere Leute, die haben Firma im Bereich Angeln oder Fischen, andere haben einen Hundesalon, also egal was man macht, man kann in jeder Nische mit allem Geld verdienen. Ich habe einen Kollegen zum Beispiel, hier ist er, gehe ich mal drauf, kommt auch aus dem Allgäu, der heißt Joey, könnt ihr hier sehen, schau mal, 571.000 Abonnenten im Bereich Fliegen, okay, und der macht auch richtig ordentlich Kohle, also nur mal so. Für alle, die jetzt sagen, oh, ich kann das nicht, man kann es in jedem Bereich machen und ich würde es auch wirklich jedem empfehlen. Ich würde sogar sagen, in Zukunft muss man das eigentlich fast schon machen, egal was für eine Art Selbstständigkeit oder Unternehmen man hat. Dann,
geile Nische, geiler Typ, ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung auf Social Media. Dann gehen wir jetzt mal auf Social Blade und schauen uns an, wie viele Follower er hat. Jetzt kann man ganz einfach hier dieses Jeremy Fragrance kopieren. Hoppla, wir müssen schon das Ganze kopieren, sonst funktioniert es nicht. Und dann geben wir das hier oben ein. Zack, Jeremy Fragrance. Und dann sehen wir hier, er hat pro Monat 1,8 Millionen Klicks, kann man hier sehen. Und 500 neue Abonnenten täglich, was richtig krass ist. Das ist schon mal richtig geil. Schreiben wir uns also mal auf. 1,8 Millionen Views, denn die Views sind jetzt hier in erster Linie mal wichtig. Und auf dem deutschen Kanal, da hat er jetzt hier diesen ganzen Kabelsalat. Also ich habe jetzt hier schon mal einen kleinen Tipp, Jeremy. Das hier würde ich jetzt umbenennen, dass dein Kanal mehr heißt wie du. Dann finden dich auch die Leute besser. Und jetzt müssen wir diesen Kabelsalat hier eingeben. Da sollte jetzt eigentlich stehen, zum Beispiel jeremyfragrance.de oder jeremyfragrance deutsch oder jeremyfragrance official, irgendwie sowas. Und jetzt sehen wir hier, in Deutschland hat er 150.000 Klicks, also kumuliert ca. 2 Millionen Klicks. Und da brauchen wir jetzt auch keinen Rechner rausziehen. 2 Millionen Klicks geben irgendwo ja, zwischen 1 bis 2 Euro pro 1000 Klicks, also zwischen 2 bis 4.000 Euro im Regelfall über YouTube, weil seine Zielgruppendemografie, seine Zuschauergruppe ist wahrscheinlich eine sehr gute. Man muss immer, bevor man irgendwas anfängt, muss man immer wissen, welche Zielschauergruppe habe ich. Denn er kann zum Beispiel mit seinen insgesamt 500.000 Abonnenten, er hat 80.000 in Deutsch, 400.000 in Englisch, er kann mit diesen 500.000 Abonnenten wahrscheinlich mehr Geld verdienen als jemand, der 2-3 Millionen Abonnenten hat im Comedy-Bereich, und seine Zuschauer, die sind alle irgendwo so zwischen 18 bis 50, haben alle Geld, haben alle PayPal, kaufen alle. Und bei dem Comedian mit 2, 3, 4 Millionen Abonnenten sind die Zuschauer alle 12, 13 oder die machen nur Pranks, haben nicht mal Online-Banking, können nichts kaufen, haben keine Kohle. Und dann auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich wieder YouTube-Channel mit irgendwelchen Typen, die machen Affiliate-Marketing oder die machen irgendwelche juristischen Dinge oder Software, die haben dann vielleicht nur 10.000 Abonnenten und verdienen aber nochmal mehr wie jemand, wie zum Beispiel Jeremy etc. Also da gibt es natürlich viele Unterschiede, und mit diesen 150.000 Klicks, die sind eigentlich fast nicht einzuberechnen. Ich vermute mal, es gibt dann so zwischen 200 bis 300 Euro, lassen wir jetzt also mal gar nicht so stark mit einfließen. Dann schauen wir uns mal an sein Instagram, okay? Gehen wir also auf influencer.db. Und dann geben wir mal den Jeremy kurz ein, Jeremy Fragrance. Schauen wir mal, was so ein Marketing-Post von ihm denn so wert ist. Also ein Post, Media Value $300, das sind ca. 250 Euro. Und wenn man jetzt bei ihm drauf schaut, ja, wie oft steht da bei ihm Werbung dran? Und die Antwort ist nicht oft. Also er macht gar nicht so oft irgendwelche Sponsored Posts. Oh, hier sehr fitte Jeremy, schaut mal her. Sau fitter Hund. Und der hat jetzt hier relativ wenige Werbeposts. Ja, also der promotet wirklich mehr seine eigenen Sachen, macht geile Posts. Ja. Und hier und da, schauen wir mal, was er jetzt hier zum Beispiel, ja, der promotet nur seine eigenen Fotografen. Also er hat hier wirklich relativ wenige Werbepostings drin. Deswegen die Frage, wie viel verdient er mit Instagram? Ja. Wahrscheinlich nicht so viel, gehen wir mal von durchschnittlichen 4 Werbepostings aus, sagen wir mal 1000 Euro. Und wir dürfen aber nicht vergessen, Instagram ist hauptsächlich natürlich, um die eigenen Social Media Kanäle zu promoten, um eigene Produkte zu promoten. Und man muss auch definitiv sagen, er ist deutlich mehr ein YouTuber als ein Instagrammer. Okay, und dann schauen wir uns also jetzt mal, nachdem wir die Socials haben, ja, schauen wir uns jetzt mal an, was hat er denn für einen Blog etc. Gehen wir jetzt mal da drauf, schauen wir uns mal seine Videos genauer an, was er da so bewirbt. Und er spricht wirklich zu so circa 60-70% würde ich sagen, über eigentliche Parfüms, und dann die restlichen 20-30% noch über irgendwelche Frauensachen, Luxusgüter, Style, Fashion. Also der Jeremy Fragrance hätte eigentlich so rausspringen können aus dem Men's Health Heft, gepaart mit dem GQ Heft.
Und Jeremy, kontaktiere mich. Ich arbeite mit Men's Health und Women's Health. Da können wir wahrscheinlich was für dich, ja, da können wir dich wahrscheinlich gut so mit reinsneaken. Ich glaube, da kann man gute Kooperationen machen. Schauen wir also weiter. Er hat jetzt hier erstens mal Affiliate Links. Zack, Affiliate Links für Parfums. Jetzt schauen wir uns mal folgende Rechnung an, okay? 2 Millionen Klicks pro Monat. Sagen wir davon, klickt natürlich jede Person wahrscheinlich 10 Mal. Also machen wir das Ganze mal geteilt durch 10. Dann haben wir jetzt eine Zuschauer. Machen wir jetzt das Ganze mal 0,03, sagen wir mal jeder, sagen wir mal 3% kaufen was, also 3 aus 100, dann werden es ca. 6000 Leute. Sagen wir mal, die kaufen dann bei Amazon durch seine Affiliate-Links, ja, ca. für 50 Euro ein, also mal 50 Euro. Zack, sind es also 300.000 Euro. Amazon zahlt im Schnitt vielleicht 3% Provision, also dann machen wir mal 0,03 gleich 9.000 Euro Amazon Affiliate. 9.000 Euro haben wir jetzt hier. Also gehen wir wieder zurück. Ich muss mal sagen, Amazon Affiliate läuft. Dann gehen wir weiter runter. Und jetzt auch hier würde ich ihm empfehlen. Ich würde wahrscheinlich eher versuchen, mit ein paar geilen Online-Shops, die eine sehr geile Auswahl haben, zusammenzuarbeiten. Erstens, weil ich persönlich kein so ein krasser Amazon-Fan bin. Und zweitens, weil er dann da wahrscheinlich sogar Sponsoring, also Fixgeld plus Affiliate bekommen kann und trotzdem mindestens ein genauso geiles Angebot für den Kunden machen kann. Man muss ja immer schauen, wie kann ich jetzt das Angebot für den Kunden besser machen und wie kann ich auch selber mehr Geld damit verdienen. Dann haben wir jetzt hier Spreadshirt. Okay, Jeremy, da könnte man vielleicht ein paar mehr verschiedene Shirts vertragen, aber ich finde es cool. Ich werde es mir wahrscheinlich auch kaufen. Ich finde es geil, ja. Ich lege es mir dann gleich in den Warenkorb rein. Und jetzt haben wir hier Shirt für 20 Euro. Sagen wir mal, von seinen Zuschauern, von den 200.000, okay, kaufen 3% ein Shirt. Ja. Haben wir jetzt wieder hier 200.000 Menschen, haben wir. Davon kaufen jetzt 0,3% ein Shirt, also mal 0,03. Also 3% kaufen ein Shirt. Haben wir 6.000 Shirtkäufer, ja, mal, was verdient man an so einem Shirt? 5 Euro. Sind 30.000 Euro, aber halt, ich würde mal sagen, pro Jahr, weil das ist ja nur ein Shirt, also geteilt durch 12, haben wir 2.500 Euro nochmal über Shirts pro Monat, 2.500 Euro vielleicht. Jetzt haben wir was mich überrascht, Leute, und zwar Jeremy hat einen Patreon-Account. Ja, also Patreon-Account haben, dachte ich eigentlich, jetzt mehr Leute, die keine Kohle verdienen mit ihrem Content, die nichts verkaufen. Patreon haben eigentlich jetzt mehr zum Beispiel jetzt irgendwelche Aktivisten oder irgendwelche Leute, die kostenloses Zeug hochstellen und so weiter. Da verdient er nochmal 700 pro Monat. Ja, 700 Dollar, also ich mache jetzt mal 500 Euro. Mehr mache ich da jetzt gar nicht. Und Patreon ist eigentlich mehr so eine Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich coolen Content macht, aber nichts wirklich zu verkaufen hat und man eben um Unterstützung bittet. Auch zum Beispiel viele Leute, die Nachrichten machen, zum Beispiel KenFM, ja, der macht natürlich Nachrichten, der verkauft nichts, ich glaube, außer ein oder zwei Bücher. Und ansonsten ist er eben Non-Profit und er will auch von keinem wirklich Kohle, weil er neutral bleiben will. Und deswegen lebt er mit Spenden, aber dass der Jeremy... Also ich kenne niemanden, der Ferrari fährt und einen Patreon-Account hat. Da ist der Jeremy der allererste. Jeremy, Patreon und Rari. Krass. Dann weiter. JeremyFragrance.com, sein Blog. Normalerweise müsste er eigentlich mit einem Blog mindestens 10, 20, 30.000 Euro verdienen. Eigentlich müsste der Jeremy... Okay, der Jeremy hat jetzt hier gar keinen Blog. Da hat er mich jetzt wieder ein bisschen überrascht. Normalerweise müsste der Jeremy eigentlich... für jedes Parfum einen krassen Blog haben, Affiliate-Links, Partnerschaften, Sponsorings und am Tag einen Tausender verdienen mit dem Blog eigentlich. Und dann das nächste, was mich überrascht, der Jeremy Fragrance, der hat Kooperationen schon gemacht mit diesem Typen hier, mit Alpha M, den gehe ich jetzt gleich drauf, und Alpha M macht eigentlich sehr viel wie der Jeremy, nur noch ein bisschen mehr Fitness und ein bisschen mehr andere Sachen, hat schon fast 4 Millionen Abonnenten. Und der war auch schon auf Shark Tank und der verkauft auch alle möglichen Online-Kurse. Und der Jeremy, soweit ich weiß, der verkauft keinen Style Guide, der verkauft
Nicht irgendwie so ein Aesthetics-Fitness-Programm. Also der Jeremy, so wie der aussieht, der könnte locker für 50 oder für 100 Euro irgendwie sogar zum Beispiel diesen Juicery-Fitness-Kurs von mir oder einen eigenen Fitness- und Ernährungsguide entwerfen. Der könnte noch in so Bereiche rausbranchen, wie zum Beispiel Dating. Der könnte einen Fashion-Guide machen, der könnte Fashion-Sachen verkaufen. Der könnte Parfum-Guides verkaufen, der könnte Telefonberatungen, alles mögliche noch verkaufen. Ich vermute mal, er verdient mit Events, schreiben wir mal auf, weil er sagt sehr oft, er ist auf Events. Ich vermute mal, er verdient mit Events nochmal 10.000 Euro pro Monat, vermute ich mal. Weil wenn ich irgendwo spreche, ich nehme immer zwischen 5.000 bis 15.000 Euro. Und ich meine mal, er sollte eigentlich mindestens 10.000 machen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, Leute, und zwar... Jeremy, der macht noch eine Sache, und zwar, das können wir jetzt hier auf seinem deutschen Kanal auch sehen, meine Parfüm-Brand kommt. Und auch passend, ja, direkt mal so eine Axt-Werbung hier vor seinem Video. Habe ich gelöscht, dass ich vor genau 3 Monaten hier gefilmt habe. Jeremy, ich will dein Fragrance haben, ich will da Affiliate machen. Subscriber von mir, die sich noch dran erinnern, ich habe es hier gefilmt, es waren... Okay, jetzt. Solltet ihr mal 10 setzen. Ihr solltet 100% geben und nicht 99% geben. Ihr solltet... Ah, macht auch so Persönlichkeitsentwicklung, Business-Tipps. Ich hab's cool, ich hab die Credibility, ich bin der führende Parfum-Influencer. Ich bin der wichtigste Parfum-Influencer, den es gibt. Schön, passt da, wenn ich eine eigene Marke rausbringen will. Okay, da seht ihr es, Leute. Der passt. Bringt eine eigene Marke raus. So Leute, fassen wir es nochmal zusammen. Und ich habe ja am Anfang erwähnt, ich nehme so ein Parfum, das hat 200 Euro gekostet, erst seit ein paar Jahren. Und bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, geile Nische und so weiter und so fort. Ich will euch eins sagen. Der Jeremy, okay, der schaut saugeil aus und er ist extrem selbstbewusst. Und er ist vor allem auch extrem zielstrebig. Und ich glaube, das... macht ihn noch viel attraktiver als seine Parfums und sein Anzug. Also für alle, die jetzt denken, okay, ich hole mir jetzt ein geiles Parfum, ich hole mir jetzt einen geilen Anzug und ich hole mir jetzt irgendwie eine fette Uhr oder so und ein Ferrari. Wenn du dir ein Ferrari überhaupt leisten kannst, dann hast du die noch viel wichtigeren Dinge gelernt als den Ferrari, den du dann hast. Denn die eigentlich wichtigen Dinge sind Selbstbewusstsein, Charakter, Ausstrahlung, Intelligenz und natürlich auch Erfolg und Zielstrebigkeit. Und für mich ist ein Parfum zum Beispiel und auch ein Anzug wirklich immer nur so, ja, die Kirsche auf die Torte drauf. Denn ich habe ohne Parfum, Leute, mir schon Bräute reingezogen en masse. Also da gab es nie ein Problem. Ich habe nie ein Parfum gebraucht. Ich habe auch nie einen Anzug gebraucht. Und der Rari, der war sogar teilweise sogar noch ein Negativpunkt. Also nur nochmal... dass ich das nochmal mit eingeschmissen habe. Da könnt ihr auch mal eure eigene Meinung drunter schreiben. Jetzt gehen wir es ja nochmal durch. Und dann schauen wir uns nochmal seine Ausgaben an. Und dann machen wir das finale Fazit. Wie viele Jeremy Fragrance so verdient. Also, mit YouTube haben wir gesagt, circa 4.000 Euro höchstwahrscheinlich. Mit Instagram, im Taui, Blog, hat er gar nicht. Dann haben wir hier Amazon Affiliate, mal jetzt mal roundabout 10.000 Euro. Dann im Bereich Sponsoring bzw. Events, da vermute ich jetzt mal, dass er auch 10.000 Euro pro Monat verdient und eigene Produkte kommt ja erst in Zukunft. Aber gehen wir mal davon aus, er macht vielleicht jetzt ein Parfum für so 30 bis 40 Euro. Ich vermute mal, im ersten Jahr werden das von seinen Followern vielleicht, sagen wir mal, 10% kaufen. Wenn er jetzt also insgesamt 500.000 Follower hat und 10% kaufen ist, dann wären das 50.000 Leute, die das kaufen, mal sagen wir mal 30 Euro, wären 1,5 Millionen Euro Umsatz. Okay? Wenn er es schafft, bei Parfum da vielleicht sogar eine Mio Gewinn rauszuziehen, dann geht schon einiges. Dann wären das 80.000 pro Monat. Also für mich der wichtigste und beste Move, den er macht, denn dann kann er sein Einkommen für X fahren. Denn ich sehe jetzt auf den ersten Blick 10, 20, 25. Ich vermute mal, er verdient zwischen 25 bis 50.000 pro Monat. 25.000
schauen wir uns mal die Ausgaben an, dann können wir da mal noch so einen Blick rein, noch mal so einen Blick reinwerfen. Also, er fährt ein Rari, okay? Beim Rari war es so, ich bin den auch die ersten 3 Jahre auf Leasing gefahren, dann habe ich ihn gekauft. Das sind dann wahrscheinlich insgesamt Kosten pro Monat, sagen wir mal, im Schnitt 3K, okay? Sagen wir mal, das sind 3K und er macht es geschäftlich, er hat da ja auch so Jeremy Fragrance draufstehen und so weiter und so fort, wie er es mit dem Finanzamt klärt, ja, weiß ich natürlich auch nicht ganz. Dann, 3K. Ich konnte ihn außerdem auch absetzen, Leute, okay? Dann, seine ganzen Parfums, Anzüge und so weiter, vermutlich nochmal 3K, also Klamotten, Anzüge und so weiter und Lifestyle, also Wohnen, Essen, alles, auch easy nochmal 3K. Das heißt, ich vermute mal so circa 10K Ausgaben, davon sicherlich die Hälfte geschäftlich, okay? Aber die andere Hälfte, okay? Die andere Hälfte muss er wahrscheinlich sogar privat zahlen, also muss man diese Kosten eigentlich verdoppeln. Sind es 10K, dann kommen wir auf so 15K brutto, die er dann mindestens mal als Ausgaben hat. Also denke ich, wird er schon mal mindestens 25K verdienen müssen. Das waren jetzt alles nur grobe Berechnungen, okay? Die Tipps, die ich gegeben habe, ganz klar. Also den besten Move macht er schon. Auf jeden Fall Blog ausbauen, Online-Kurse, Partnerschaften definitiv ausbauen. Also da gibt es noch einiges, was man in dem Bereich machen kann. Jetzt gibt es zum Schluss noch was richtig Cooles. Und zwar, ich habe einen Workshop vorbereitet, der 4 Teile beinhält. Und zwar, was sind die 2 lukrativsten Online-Geschäftsmodelle? Wie kann man sich Online-Reichweite aufbauen, diese monetarisieren? Online-Marketing, Social-Media-Marketing, das heißt, checkt das mal ab, das ist komplett kostenlos. Wenn man die Videos dann gesehen hat, dann gibt es ein circa 1-stündiges Online-Coaching und danach noch die Möglichkeit, von mir gementort zu werden, Leute. Checkt's ab, Link ist da unten, alles kostenlos, aber nicht umsonst, keine Zeitverschwendung.